Auf unserem Kanal. Folgen Sie uns für weitere Neuigkeiten zu Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Und vergessen Sie nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen, um Ihnen zu Ihrem Glück zu gratulieren. Florian Silbereisen und Beatrice Egli glücklich ohne Helene Fischer. Es ist überraschend, vor so vielen Menschen zu stehen, die allesamt berühmte und erfolgreiche Menschen sind. Darunter Helene Fischer, die Ex-Geliebte von Florian Silbereisen, aber er ohrfeigte Beatrice Egli. Was ist schmerzhafter, als von seinem eigenen Liebhaber an einem überfüllten Ort geschlagen zu werden, ist vor seinem Ex. Die Ohrfeige tut weh, aber wie kann sie so weh tun wie der Schnitt ins Herz? Beatrice Egli war wirklich enttäuscht von Florian Silbereisens Umgang mit ihr. So lange lieben, aber Florian Silbereisen hat es für Beatrice Egli nie verstanden. Oft bringt er seine ganze Wut nach draußen und schüttet alles auf Beatrice Eglis Kopf. Aber überraschenderweise schlug er sie jetzt wieder. Auf der Geburtstagsfeier von Helene Fischer hatten alle viel Spaß, als plötzlich alle einen Aufruhr im Rücken verspürten und Beatrice Egli vor Beatrice Egli, ihrem geliebten Florian Silbereisen, am Boden liegen sah. Es überrascht andere wirklich, sie lieben sich so lange, aber vor anderen scheinen sie immer sehr glücklich zu sein. Niemand hat sie je einen Konflikt erlebt, auch in den sozialen Medien zeigen Florian Silbereisen und Beatrice Egli immer, dass ich mit der aktuellen Beziehung sehr zufrieden bin. Da Helene Fischer eine berühmte Sängerin ist und diejenigen, die an ihrer Geburtstagsfeier teilnahmen, keine gewöhnlichen Leute waren, durfte die Party nicht von Journalisten besucht werden. Die Zeugen des Vorfalls konnten ihre Handys nicht zum Fotografieren mitbringen und waren in der Kunstwelt, also hielten sie dies geheim, weil sie Florian Silbereisen und Beatrice Egli und die Gastgeberin der Party nicht entehren wollten. Nach der Party freuten sich Florian Silbereisen und Beatrice Egli noch, wenn draußen alle ihre Fans immer noch meinen, sie seien sehr glücklich und hätten gemeinsam Spaß. Wenn sie sich wegen der Arbeit trennen, wird dies ihre Arbeit beeinträchtigen. Die beiden hatten Angst, dass die Fans ihnen den Rücken kehren würden, also gaben sie vor, sehr glücklich zu sein. Beatrice Egli leidet am meisten Schmerz und Groll, aber ihre Worte haben keinen Wert, weil sie Florian Silbereisen liebt, weil sie die Schulden ihres Vaters bezahlen muss. Sie wollte wirklich nicht so leben, aber sie hatte keine andere Wahl. Obwohl sie berühmt war, musste sie noch von ihren Eltern arrangiert werden.